Schauen wir uns mal das erste Video hier an. So, Dennis, magst du mal ganz kurz ein bisschen kommentieren, was du hier heute gefilmt hast, wie wir mit den Ja, Programmierern telefoniert? also das ist jetzt einfach mal hier so die Startseite vom Aggregator. Ich scroll hier mal so ein bisschen durch die Coinliste von den ganzen DEXs. Links wird dann auch ein Chart angezeigt, sofern ein Chart verfügbar ist. Das werden wir gleich im zweiten Video auch sehen. Aber ein Doge-USDC-Chart haben wir in diesem Fall noch nicht. Ja, das ist jetzt hier einfach eine ganz normale Market Order, die man hier auswählen kann. Man hat hier wirklich die ganze Liste aller Coins auf der Tron Blockchain. Die wird natürlich weiter wachsen, wenn das Tron-Ökosystem in den nächsten Monaten und Jahren weiter wächst. Also auf das ist auch sehr, sehr interessant. Weiter unten sieht man das Routing. Ja, da kann man halt dann sehen, über welche Exchanges, welche Wege werden hier diese Coins geswappt, um halt den Impact, den Price Impact möglichst gering zu halten. Also ich freue mich schon sehr. Ja, man kann hier wirklich jeden Coin tauschen, alles gegen alles. Man bekommt ein Cashback in SST. Das wird sehr, sehr cool werden. Das ist wirklich genial. Und wenn man nochmal wirklich schaut, man hat eben gerade ganz am Anfang vom Video hier gesehen, wie groß die Liste der handelbaren Coins ist. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Schauen wir nochmal ganz kurz, wie du hier draufklickst. Man sieht hier USDC, Sun, BTC, ETH, USDT, USDJ, TUSD. Wahnsinn. Also wirklich über die gesamte Tron-Blockchain greifen wir eben auf die Liquidität von allen DEXs. Und auf der nächsten Folie möchte ich euch eben etwas zeigen. Hier hat man davor jetzt eben Market Orders gesehen, jetzt sieht man hier Limit Orders. Das finde ich genial. Dennis, magst du das vielleicht auch noch ein bisschen kommentieren, was hier bei diesen Limit Orders passiert? Absolut, das ist die Game Changer-Funktion, ja, wo man wirklich sagen kann, ich möchte den Tron oder irgendeinen beliebigen Coin auf der Tron-Blockchain nehmen und zu einem bestimmten festgelegten Preis kaufen. Zum Beispiel erwartest du, dass Tron jetzt nochmal auf 4,8 Cent fällt, kannst dann hier eine Limit-Order setzen und sagen, ich möchte gerne als Beispiel 1.000 Dollar kaufen in Tron, wenn der Tron bei 4,8 Cent steht. Ja, und wir alle wissen ja, dass solche Orders nicht immer direkt ausgeführt werden. Wir können hier sagen, wie lange ist diese Order gültig? Expires in, ja, in diesem Beispiel jetzt 7 Days, also 7 Tage lang ist diese Order gültig. Geht der Preis in 7 Tagen auf deinen festgelegten Wert runter, wird die Order ausgeführt. Das geht hoch bis mehrere Jahre. Ja, also kannst du wirklich Orders haben, die dann einfach greifen, falls der Markt mal dumpt oder auch umgekehrt. Wenn du sagst, okay, wenn der Tron bei 35 Cent ist, möchte ich einfach 50.000 Tron loswerden. Auch das geht natürlich, ja, da musst du nicht vorm Rechner sitzen. Und da dürft ihr nicht vergessen, Leute, diese Funktion gibt es nicht auf der Tron-Blockchain bisher, auf einer dezentralen Exchange. Wir sind die Ersten, die das anbieten. Und jeder kann das mit jedem beliebigen Coin machen. Also du kannst hier wirklich, das ist ja nicht SST gebrandet, also SST gebrandet schon, aber es geht nicht nur mit SST, es geht mit jedem Coin auf der Tron-Blockchain, der hier auf dezentralen Exchanges verfügbar ist. Also sehr, sehr coole Funktion, die hoffentlich dann ja ganz viele Leute nutzen werden. Und ich glaube, da auch viele Leute dann ja SST kaufen werden, einfach um halt dieses Cashback bei den Tradinggebühren zu erhalten. Schaut's, Freunde, die Zeiten sind vorbei in Krypto, wo Produkte nicht funktionieren müssen, wo Tokens, keine Ahnung, irgendwie nur heiße Luft sind und wo nichts dahinter ist. Schaut mal, auf welches Fundament SSD aufgebaut ist. Dennis hat es gerade richtig gesagt, wir sind die erste dezentrale Exchange auf der Tron-Blockchain, die diesen Service anbietet. Versteht ihr jetzt, warum ich so optimistisch bin für dieses Jahr, warum ich so zuversichtlich bin für dieses Jahr? Das wird uns Hunderttausende von neuen Swappern, Tradern, Exchangern, Tag für Tag teilweise, so groß kann ich mir das auch vorstellen in der Zukunft, ja, bringen die dann eben bei uns auf Social Swap ihre Tokens handeln werden. Wie es Dennis gerade richtig gesagt hat, so eine Order kann auch ein Monat gehen, 2 Jahre gehen, alles möglich. Ja, was ich einfach sagen will, ist, das ist schon ein unglaubliches Feature, Freunde. Und wir haben das schon häufiger gesagt, wir werden, wenn das rauskommt, eben nicht nur selbst Marketing machen für den Aggregator, sondern auch eben mit den 2 Giga-Influencer, die wir schon vor ungefähr 10 Tagen euch vorstellen durften.